Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch mit zu einem wunderschönen L'Oréal-Event. Wir waren im Herrenhausgut Bliestorf und es war wirklich wunderschön, die Location. Gleich seht ihr sie noch etwas besser. Hier seht ihr jetzt erstmal die Agenda, das bedeutet unseren Tagesablauf. Wir hatten nämlich einige Workshops. Hier seht ihr jetzt zum Teil nochmal die Location, alles total wunderschön für uns hergerichtet. Es war alles quasi mit ganz viel Liebe gespickt und hier seht ihr noch ganz viele Produkte, die wir etwas genauer unter die Lupe nehmen durften. Hier an der Seite nochmal die Haarprodukte, dazu kommen wir später nochmal. Wir haben uns dann aber erstmal etwas näher kennengelernt. Wir durften nämlich hier im Wintergarten lecker frühstücken. Es war alles total lecker und ganz reizend gemacht. Dann ging es auch schon los zum ersten Workshop. Wie ihr sehen könnt, war alles ganz toll vorbereitet und die liebe Denise hat uns dazu noch einiges erklärt, denn wir haben einen Flyer bekommen und dann durften wir unseren anderen Sommerstyle quasi selbst kreieren unter der Anleitung vom Haarexperten von L'Oréal Paris, nämlich dem Aaron. Und es war natürlich total spannend, mal von seiner Seite ein paar Tipps zu bekommen, aber das seht ihr gleich weiter im Video. Und dann eigentlich, wenn ihr das Produkt drin habt, einfach wirklich über den Kopf runterziehen. Buchrichtung entgegen der Buchrichtung sozusagen. Die du angegeben hast. Du kannst die paar Zentimeter auch rauslassen, dann hast du gleich den hier. Siehst du das? Was ist meine? Machst es ganz genau, wie du es gesagt hast, drehst es rein und tust am Ende des Tages wirklich nur noch so ein bisschen unten absoften mit einem Föhner, mit einem Blech. Ja, aber da auch ganz wichtig, da muss man auch so schon machen. So. Ganz leicht. Nicht so. Wenn ich das Haargummi reinmache, schon mal, dass ich. Das muss ein Tick locker sein, es darf nicht zu fest sein. Aber schau, jetzt sind so viele. Die Frisur darf auch gar nicht so ordentlich sein, weil sonst sieht es boring aus. Also die darf, du wirst, wenn du im Sommer draußen bist, glaub mir, dir wird nicht jedes Haar sitzen. Und ich finde so eben. Und deswegen ist es lässiger. So, und dann gehst du so ein bisschen rein, schau mal, fixierst dir den Punkt, wo du das gerne hättest. Mach das lieber ein bisschen erstmal. Ich habe die jetzt aber nicht kapiert, ne? Ich habe meine Haare noch nicht kapiert. Ganz leben. Musst du nicht, wenn du nicht willst, okay. Können wir aber machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht. Dann mach es. Ja, wieso denn? Das geht wieder, wenn keine Angst. Alles gut. Du hast keine Angst haben. Ich habe Angst. Nein. Wenn ich aussehe wie eine Vogelscheuche, ne? Sehe ich ja jetzt schon. Also, du bist die Erste. Was ich den Punkt selbst wahrnehmung. Das bei dir, Ja, das hatte ich gar nicht hast. Ich bin so eine wenige, die auf wenig geht, bei der das kaum passiert. Das ist Auto! Meine Kamera läuft. Okay, ich merke schon, es wird Aufmerksamkeitsdefizit. Ich merke schon. Oh mein Gott, das ist das erste Mal. Ich habe Angst, dass sie fieselig werden. Nee, dadurch werden sie nicht fieselig. Okay. Das ist Sinn und Styling. Dadurch werden sie nicht fieselig. Da passiert nichts. Weil wir glauben ja, gewisse Frisuren funktionieren de facto nur so, nicht anders. Okay. Wir können die sonst, das ist unser Aufbau. Mhm. Sonst könnten wir das gar nicht hinbekommen. Na gut. Ich vertraue dir. Ich habe hier voll den Ausschnitt in meinem Video, hallo? Sex Sales, Honey. Ich halte sie lieber mal so. Von deinem Haarvideo werden kein anbrüchiges Video. Man kann das ja kombinieren. Nein. Und dann kann man ein bisschen Spray das auch nochmal fixieren. Siehst du das? Oh, sieht das schön aus. Oder? Ist doch toll.
So, schau mal. Das ist schon mal fix. Und dann gibt es die nächste Geschichte. Ja. Gehst du hier rein, teilst das gleich groß auf. Okay. Schau, und dann rein. Oh nein, jetzt machst du ja alles wieder kaputt. Was ist das? Das macht doch ab. Ja, gut. Als wir dann mit unserem Sommerstyle fertig waren, hat eine große Überraschung auf uns gewartet, und zwar eine Kutschfahrt. Es war total romantisch, es gab lecker Essen und wir haben uns einfach noch ein bisschen besser kennengelernt. So, wir sind jetzt zurück. Es war total schön, die Kutschfahrt, die hat total Spaß gemacht. Wir haben uns ausgetauscht und ja, es war ganz, ganz witzig. Und der Philipp, der hat gerade einen kleinen Workshop für uns und das ist total spannend, was die Fotografie betrifft, wie man quasi Produkte in Szene setzt, wie man so richtig fotografiert. Und ich passe jetzt mal am besten auf, was der Philipp hier so zu erklären hat oder zu sagen hat. Es ist schon einiges aufgebaut und hier wird noch ein bisschen frisiert, wie man sehen kann. Und ich bin jetzt gespannt, was uns noch so erwartet. Da ist schon aufgebaut. Mal schauen. Beim Ombre kriegt ihr ganz klassisch die Spitzen leicht aufzuhellen. Das finde ich, kommt nicht aus der Mode. Das ist, finde ich, mittlerweile ein Look, der sich etabliert hat und für mich eigentlich, wenn ein Mädchen gestrichen haben möchte, ohne dass es jetzt ein bisschen, dass es am Ansatz sitzt oder zu arbeiten, dann bist du da, finde ich, nach wie vor ziemlich gut aufgehoben. Und das kann man ja auch so dosieren, dass es eben nicht zu hell wird oder nicht zu quietschig. Ich finde es ja wirklich schön, wenn es sehr natürlich ist. So leicht Druck drauf verteilt. So. Dann hat man sozusagen hier Masse. Auf der Bürste, schaut mal, seht ihr das? Die kann man leicht gleichmäßig verteilen. Da sage ich mal ganz wichtig, wenn ihr das auch reden macht, im unteren Drittel erstmal anfangen, weil wichtig ist hier, dass ihr mit der Farbmasse, mit der ersten, nicht an der Kante anfangt, wo es aufhören soll. Ja, weil dann habt ihr schon so eine Abhaken. Deswegen im unteren Drittel anfangen, schaut mal so, seht ihr das? Und dann mit der Rest der Farbe verstreichen, seht ihr das? Und dann kriegt ihr so einen Verlauf hin. Und dann könnt ihr auch noch einen Tipp von mir, ihr könnt kurz mit dem Handschuh so reingehen und den hier machen. Seht ihr, was hier dann passiert? Mhm. Und dann habt ihr eigentlich einen super schönen natürlichen Verlauf drin. Wirklich ganz easy. So, ich darf jetzt diese schöne Haartresse hier, diese lange Haartresse, kolorieren mit dieser Farbe. Ich bin mal total gespannt, was dabei rauskommt. Eine kurze Pause, bis die Farbe einwirkt in unsere Haartressen. Ich gönne mir jetzt gerade einen leckeren Drink. Nein, da ist kein Alkohol drin. Ihr wisst, ich trinke keinen Alkohol. Aber ich wollte euch ganz kurz noch die Location zeigen. Ich wollte euch daran teilhaben lassen, weil es einfach wunderschön ist. Ihr seht schon hier hinten im Hintergrund eine Riesenfläche. Und hier im Wintergarten waren wir ja heute Morgen gesessen und haben lecker gefrühstückt, haben uns unterhalten. Und ja, wir gönnen uns jetzt quasi eine kleine Pause. Wir unterhalten uns noch weiter ein bisschen und schauen, wie unsere Farbe einwirkt. Ich bin schon total gespannt, wie das bei mir aussehen wird gleich. Ich nehme euch natürlich wieder mit und ich würde mal sagen, bis gleich. Bleibt gespannt. So, also der junge Mann hat jetzt vor, dann meine Haare auch gleich so zu machen. Genau. Natürlich nicht, aber es sieht wunderschön aus. Wunderschön. Schaut mal, wie schön das aussieht. Es geht bei mir leider nicht, aber es sieht echt richtig toll aus. Und hier ist jetzt mein Ergebnis. So, jetzt geht's weiter mit der Ilona, mit Nail Design. Da hinten ist schon alles aufgebaut, die Mädels sitzen schon und ich mache mich jetzt auch mal auf den Weg zu meinem Platz sozusagen und bin schon total gespannt. So, welche Farbe hat sich die kleine Heidi ausgesucht? War ja klar. Pink. Habt ihr euch schon gedacht, ne? So, die Mädels sind auch fleißig, schau. Jetzt kommt der Mathe. Und hier das Ergebnis mit mattem Nagellack drüber. Braucht mal Tesafilm. So, und hier ist mein Ergebnis von meinem Design. Jetzt geht's ab zum Bildermachen.
Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was hat denn Rosmarinöl bzw. Aprikosenkernöl mit der Haarpflegeserie Haarexpertise zu tun? Ich würde sagen, mehr dazu im Video. So, wir kochen jetzt und schaut mal, wir haben ganz tolle Schürzen bekommen. Oh, man sieht's nicht. Wie heißt ich? Heidi. Man sieht es ganz gut. Ja, oh, wir sind gerade so glücklich. Sind wir glücklich? Total. Yeah. Schauen wir mal, wie wir uns über eine Schürze freuen. Hallo. Okay, also wir kochen jetzt alle miteinander und da ist der Sternekoch. Seht ihr ihn? Er winkt geht auch schön fleißig. Und hier? Mach nochmal. Extra für die Gambas. Bis gleich. Wir haben Hunger. Ich will hacken. So, es wird sogar gekocht heute bei L'Oréal und den weiteren Teil findet ihr jetzt bei Ursula Mia. Und ja, da bin ich ja jetzt schon da. Yay, yeah, hallo! Und sie macht das ganz toll. Und das duftet so lecker. Ah ja, wir haben voll Hunger. Hast du auch Hunger? Wie? Oh. Und wie? Mädels, habt ihr alle Hunger? Ja! Und Jungs natürlich, Entschuldigung. Die sind halt völlig frei aufgewachsen, ohne irgendwelche Antibiotika oder ähnliches und haben ganz zartes Fleisch. Und dieses zarte Fleisch will nicht totgebraten sein. Und deswegen packen wir die in Engelshaar ein. Cool. Das machen wir jetzt, als wir es auf diese Art zu machen. Super. Ja, sieht auch total schick aus. Und dann könnt ihr am Ende, wird es einfach nochmal einmal so ein bisschen aufgerollt, dann hat man so einen schönen Coupon. Ja. Und hier wird auch fleißig gearbeitet. Machst du das auch richtig? Ja, total. Hier sind die Fertigen. Lecker, lecker. Die habe ich übrigens zerhackt. Nur zur Info. So, ich habe die Mandeln schon angeröstet und jetzt sind hier einfach zwei Thymian drin. Und das Ganze wurde abgelöscht mit Mandelmilch. Und das ist die Grundlage für unseren guten Mandel. Oh, das riecht so göttlich. Das riecht einfach nur göttlich. Wenn ihr das riechen könntet, echt schade, dass es noch kein Geruch. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Heute wird gekocht bei L'Oréal. Lecker. Wir bereiten jetzt den zweiten Gang vor und zwar gibt es ein Lachsfilet mit Minzpesto und Fenchel-Graupen-Risotto. So, es wird filetiert. Ganz wichtig, dass ihr das Ende gut festhaltet und an das Messer arbeiten lasst. Also viele rollen dann mal in einen Zug durch, aber ihr könnt einfach das Messer arbeiten lassen und ich bleibe immer über der Drahtschicht. Seht ihr das? Das ist der nächste Gang und ich glaube, wir kugeln uns hier raus. Oh, der Tisch ist auch schon voll schön gedeckt. Schaut mal, die Jungs haben sich ganz viel Mühe gegeben. Und da steht einer. Hast du schön gemacht. Und hier ist es nun, das Dinner inspiriert von den botanischen Ölen der Haarpflegeserie Haarexpertise. Erster Gang und es sieht so lecker aus. Das ist der Wildfanggang, bei dem du eingewickelt hast. Ah, ja, der hat einen oder Chutney und dann hatten wir diesen Mandelcouscous dazu und diese leichte Aioli. Da ist der Dijon-Senf, der kommt ein bisschen durch und lasst es euch schmecken. Danke. Meine Lieben, ich platze gleich, aber das muss noch. Es sieht so lecker aus, ich freue mich. Und hier, die ganzen Mädels freuen sich jetzt auch. Yummy, yummy! Zum Abschluss gab es dann noch ein romantisches Lagerfeuer. Die Denise hat uns dann von einer ganz tollen Kampagne erzählt. Daran könnt ihr auch teilnehmen. Wir waren auf jeden Fall zu Tränen gerührt, dazu aber mehr in meinen nächsten Videos.
Guten Morgen, meine Lieben. Ich gehe jetzt frühstücken. Ich habe zwar wenig geschlafen, aber ich habe gut geschlafen. Ich freue mich jetzt aber auf lecker Frühstück und dann geht's für mich nach Hause. Ich melde mich aber auf jeden Fall dann nochmal, wenn ich daheim angekommen bin. Tschüss. Ich habe dann lecker gefrühstückt und habe für mich einfach nochmal alles Revue passieren lassen. Es waren viele Eindrücke, es waren ganz tolle Workshops dabei, es war alles ganz toll organisiert. Dafür möchte ich mich natürlich nochmal beim gesamten L'Oréal-Team von Herzen bedanken. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich euch mitgenommen habe, meine Lieben. So haben wir das Event einfach gemeinsam erlebt. Es werden natürlich noch Videos folgen von den Produkten, aber jetzt verabschiede ich mich erst nochmal von Herzen. Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss!